Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte letztes Mal unter einigen meiner Videos nochmal so eine Diskussion wegen Hater und da wurde auch öfters mal jetzt dieser sogenannte Hater-Button verlangt und da möchte ich euch schnell mal was zeigen, denn sowas ähnliches gibt es ja schon auf YouTube. Wenn ihr Leute habt, die euch übelst nerven oder irgendwelche Sachen unter eure Videos posten, die wirklich übelst unter die Gürtellinie gehen, also es muss auch wirklich schon schlimmes Zeug sein, also das muss wirklich haten sein, also nicht ein bisschen Kritik oder sowas, wirklich schlimmes haten, da geht ihr einfach auf den Kanal, scrollt in dem Kanal ganz nach unten und da habt ihr hier unten einen Button, der heißt melden. Früher stand hier unten Profilbild melden, das hat YouTube nun ersetzt durch den reinen Melde-Button. Wenn man den aufklappt, ich scroll mal hier ein bisschen runter, wenn man den jetzt aufklappt, hat man hier Hintergrundbild melden, das ist, wenn jemand ein geklautes Hintergrundbild verwendet, Profilbild oder Thumbnail melden, das ist halt der Avatar, den kann man hier melden, wenn der geklaut ist, und das, was mich eigentlich am meisten interessiert, den Nutzer melden, das ist jetzt eigentlich neu. Jetzt kann man hier auch den Nutzer direkt melden. Jetzt, bevor wir das tun, kopieren wir oben aus der Adressleiste zuerst die URL des Kanals. Das ist wichtig, bevor wir hier weitermachen, weil sonst müsst ihr erst wieder zurückgehen und müsst den Kanal suchen. Dann klicken wir hier auf Nutzer melden und dann kommen wir in so ein Untermenü. Und hier werden dann diverse Szenarien durchgespielt. Wenn ihr hier dann irgendwas anklickt, zum Beispiel Identitätsdiebstahl, das hatte ich schon mal auf M1 Molta. Gewaltandrohung hatte ich auch schon mal. Gefährdung von Kindern, gut, oder Hassreden, sowas hatte ich auch schon unter meinen Videos. Dann wählt ihr das an, dann klappen hier unten weitere Untermenüs auf und es kommt auch noch so ein Warnhinweis, ob ihr wirklich auch melden wollt, denn hier muss man vorsichtigerweise noch dazu sagen, wenn ihr fälschlicherweise Leute beschuldigt oder wegen zu geringer Delikte irgendwas meldet, könnte das eurerseits auch wieder gefährlich werden, weil falsches Melden ist ein Verstoß gegen die Community-Richtlinien. Das heißt, das würde euch dann auf die Füße fallen. Also meldet wirklich nur Sachen, die auch wirklich hart unter die Gürtellinie gehen oder Leute, die euch überhaupt nicht mehr in Ruhe lassen, die euch stalken oder absolut fertig machen wollen. Für die ist das wirklich gedacht. Also da klickt ihr hier auf, macht die Untermenüs auf, beantwortet alle Fragen und klickt zum Schluss auf Absenden. Ich will das jetzt hier nicht machen, weil ich nicht irgendeinen Kanal gefährden will. Und damit habt ihr diesen Kanal gemeldet. Solchen Geschichten wird, habe ich jetzt mittlerweile festgestellt, sehr schnell nachgegangen. Also da ist YouTube ziemlich hinterher. Das dauert wirklich nur wenige Tage. In einigen Fällen, wo ich schon Kanäle gemeldet habe, war der Kanal wirklich innerhalb von wenigen Stunden sogar schon weg. Also möchte ich hier mal sagen, hat YouTube wirklich mal angefangen, gegen Hater wirklich effektiv vorzugehen, meiner Meinung nach. Also mit diesem Button kann man jetzt den Hatern regelrecht den Kanal wegschießen. Aber wichtig, das ist keine Waffe, die gegen jeden YouTuber eingesetzt werden kann. Denn solltet ihr fälschlicherweise jemanden anzinken, wird A, dem nichts passieren, denn ihr müsst das begründen, was ihr da drunter schreibt. Also ihr müsst die Kommentare oder irgendwas als Beweis haben oder den Kanal. Deswegen habe ich gesagt, müsst ihr die URL gleich vor dem Schritt kopieren, weil ihr gegebenenfalls nach der Kanal-URL gefragt werdet. Und das sollte schon schlüssig sein, was da halt auf dem Kanal abgeht oder diese Haterei. Und wie gesagt, aber wenn das alles seine Richtigkeit hat, man füllt diese Formulare aus, ist wirklich dieser Hater-Kanal innerhalb kürzester Zeit geschlossen. Was mich jetzt sehr freut, weil ich hatte auch mal einen Hater, der hat sich dann, wenn ich einen Kanal von ihm gemeldet hatte, dann sich ganz schnell wieder einen neuen Kanal geklickt. Das ist jetzt auf YouTube auch nicht mehr ganz so schnell möglich. Das heißt, man tut dieser Person ziemlich Zeit rauben dadurch. Und dadurch könnte dann diese Person auch sehr schnell von euch ablassen. Das hilft eigentlich schon, denn ihr könnt schneller dem seinen Kanal wegschießen, als er einen neuen Kanal erstellen kann. Und tja, das macht dann wahrscheinlich irgendwann keinen Spaß mehr und dann lassen die Leute auch ganz schnell von euch ab. So, aber das war nur ein kleiner Tipp von mir heute. Für die Leute, die es halt noch nicht wussten, jetzt haben wir halt den Hater-Melde-Button. Also dann, das war's von meiner Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.